Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und heute könnt ihr euch mit mir zusammen freuen, denn ich fahre heute für euch den Mercedes-Benz EQS. Also ich komme ja vom Tesla Model S und jetzt der EQS, also quasi die S-Klassen unter sich. Ja, und natürlich vergleiche ich die beiden Autos ein bisschen, obwohl sie natürlich nicht wirklich zu vergleichen sind. Mein Auto ist jetzt 6 Jahre alt, also Baujahr 2016. Hat im Prinzip uralte Hardware an Bord aus heutigen Maßstäben. Aber Tesla sollte ja immer 5 Jahre voraus sein. Das heißt, möglicherweise sind sie ja dann doch irgendwie vergleichbar heute im Jahr 2022. Ja, der EQS, den ich hier habe, ist der 450 Plus mit dem Single-Motor, also die Long-Range-Variante, hat den 107 Kilowattstunden Netto-Akku. Mein Model S hat einen 75 Kilowattstunden Brutto-Akku. Aber hiermit soll ich fast 700 Kilometer weit kommen, mit, ja, laut WLTP. Und er hat den, wie gesagt, den Single-Motor hinten, 245 kW Leistung, 6,2 Sekunden von 0 auf 100. Ich bin gespannt auf meine Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven. Teste ich das natürlich aus. Was kann der EQS auf der Autobahn bei 130? Ist für so einen Wagen eigentlich fast schon eine Krückengeschwindigkeit. Aber meine Tests müssen ja irgendwie vergleichbar sein. Ja, heute ist ideales Wetter. Wir haben so um die 20, 22 Grad. Es ist ein bisschen windig, wobei bei 0,2 CW-Wert sollte Wind eigentlich gar keine Rolle spielen. Und das testen wir heute aus. Deswegen wird es mega spannend. Ich freue mich riesig drauf. Also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, mit 610 Liter Kofferraum, da ist das nur unwesentlich kleiner als bei mir im Model S. Und wir haben hier eine ziemlich riesige Ladefläche, eine sehr schräg abfallende Heckschürze. Und wir haben hier unten so eine Art Trunk. Ja, ich würde mal sagen, von der Größe her ist es so die Hälfte von meinem Model S vielleicht. Aber so wie es aussieht hier, der Hund sollte hier eigentlich gut reinpassen. Das probieren wir jetzt mal aus. Myla, komm mal her. So, Hund ist drin. Jetzt machen wir mal die Klappe mal zu. Achtung, Myla, Kopf weg. Ja, passt. Das ist ungefähr so ähnlich wie bei mir im Model S. Sie hat hier oben Kopffreiheit und von der Fläche her wirklich ausreichend. Oder Myla, was sagst du? Das sieht doch ganz gut aus bei dir. Ja. Dann wollen wir dich mal wieder entlassen. Na, ist es dir gemütlich gemacht? So, komm raus. So, hinten, ja. Also vorne sind die Sitze jetzt auf mich eingestellt. Ich bin 1,82 groß. Und ich habe hier hinten tatsächlich eine Beinfreiheit, die ist der Hammer. Ich habe hier noch so einen Ansatz eines Mitteltunnels. Also ganz eben ist der Boden hier nicht. Aber ich kann mich hier fläzen. Sehr bequem, muss ich sagen. Auch die Sitze hier hinten. Ach, da sitzt man auch mit dem Kissen. Das ist wie in Abrahams Schoß. Kopffreiheit ist auch okay. Ich habe jetzt hier noch vielleicht 4 cm Luft. Boah, was ist das für ein Auto, Leute. Also, wenn ihr das seht in live und ihr setzt euch hier rein, irgendwie umgeben wie von einem Kokon von Luxus und dann mit diesem Hyperscreen, das ist schon der Wahnsinn. Also, es schüchtert ein wenig ein, finde ich. Also man kann wirklich nicht sagen, dass sie hier bei den Materialien gespart hätten. Das ist alles irgendwie weich mit so Ziernähten. Das hier haben wir so Wildlederoptik. Alles schön weich unterschäumt. Hier ist es weich, zwar Kunststoff, aber es ist mit etwas unterschäumt. Wir haben hier Holzimitat, glaube ich, ist es. Es sieht zumindest aus wie echtes Holz, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Wir haben hier wieder dieses Wildleder mit einer
einem Staufach hier unten mit einer induktiven Ladeschale. Hier drin ist auch eine induktive Ladeschale, ganz hinten. Die Sitze in dem schwarzen Leder sind mega bequem. Ich finde den Seitenhalt hier an der Seite ganz okay. Unten auf der Sitzfläche, finde ich, könnte ein bisschen besser sein. Aber ansonsten auch sogar die Tür hier unten, die Ablagefächer, die sind alle weich unterschäumt, nichts Hartplastik. Es ist natürlich doch irgendwie alles Kunststoff, kein echtes Leder, aber es wirkt nicht so. Dann dieses ganze Ambient Light, das ist der Wahnsinn. Das geht hier komplett rum und hier wird das Hintergrund beleuchtet, das ganze Hyperscreen Display. Also da haben sie sich was einfallen lassen, da haben sie aus dem Vollen geschöpft. Und also es bleiben hier, was die Materialien und die Verarbeitung angeht, eigentlich keine Wünsche offen. Also solche Details wie so eine schwebende Konsole hier für die Sitzeinstellung, für die Memory-Position. Genauso wie das ganze, wie der ganze Hyperscreen, der im Prinzip so aufgesetzt schwebt in dieser Mittelkonsole. Das hat schon was und das findet man so eigentlich auch wirklich in keinem anderen Auto, geschweige denn Elektroauto. Die Mittelkonsole selber, mir persönlich, ist sie ein bisschen zu wuchtig. Auch wenn hier unten im Prinzip Luft ist, also da kann ich durchreichen. Also die schwebt auch wieder so ein bisschen. Trotzdem, man fühlt sich hier so ein bisschen ummantelt als Fahrer und auch als Beifahrer. Das, finde ich, reduziert dieses Raumgefühl in dem Auto doch erheblich. Denn das Auto ist ja wirklich riesig groß. Also wenn ich nach hinten schaue, ich schaffe es nicht, hinten die Lehne anzufassen, weil sie einfach so weit weg ist. Der Radstand mit 3 Meter, was hat er, keine Ahnung, 20, ist sowieso unglaublich groß und entsprechend sind die Verhältnisse hier im Innenraum. Ja, Sitzposition perfekt. Man kann sich alles wirklich einstellen. Es gibt natürlich Memory-Funktionen. Mein Tesla hat unbegrenzt viele mit Namen. Hier habe ich 1, 2, 3. Reicht aber natürlich völlig aus. Ja, wenn ich das vom Innenraumgefühl mit dem Model S vergleiche, und das hatte ich auch gesagt, dass ich das hin und wieder mal tun werde hier mit dem Auto, dann ist es hier genauso geräumig wie in meinem Model S. Ich habe das Gefühl, hier ein wenig eingeengter zu sein wegen dieser großen Mittelkonsole. Das muss ich sagen. Das ist so schon so ein bisschen so wie im Polestar. Die ist sehr hochgezogen und die geht hier halt komplett durch. Das macht einfach ein engeres Raumgefühl, auch wenn es nicht wirklich enger ist, aber man fühlt sich hier enger als zum Beispiel ich in meinem Model S. Ja, die Bildschirmlandschaft ist natürlich sagenhaft hier. Der Bildschirm ist fast genauso groß wie bei mir in meinem Tesla, nur dass er jetzt waagerecht ist und nicht senkrecht. Das Tacho-Display ist größer und wir haben jetzt hier sogar noch ein drittes Display für den Beifahrer. Und da kann man sich, wie mir Mercedes mitteilte, sogar quasi YouTube drauf konfigurieren, dass man auch YouTube gucken kann. Es gibt hier ansonsten auch diverse Apps, die kann man benutzen und hier auf dieses Display legen, wenn man Beifahrer ist und dieser Sitz belegt ist. Ansonsten ist dieses Display nur ein netter Bildschirmschoner. Ja, und die ganze Konnektivität hier, auch gerade YouTube, Netflix gibt es leider noch gar nicht. Aber YouTube zum Beispiel, das muss man natürlich extra bezahlen und das ist kein Monatsabo mit einer Flatrate, sondern man kauft im Prinzip ein Datenvolumen von 70, 80 oder 100 Gigabyte und zahlt dann für das Datenvolumen und wenn das verbraucht ist, dann ist es verbraucht, dann muss man sich ein neues kaufen. Also ein ganz anderer Ansatz als zum Beispiel bei Tesla, wo es eben eine Premium-Konnektivität gibt, für die man dann 9 Euro was war es, 95 oder so im Monat bezahlt. Und dafür hat man halt Netflix, Internet, Google Maps, Echtzeitverkehrsdaten etc. pp. Ja, einen Browser hat man hier sogar auch. Jetzt habe ich aber leider keinen Internetzugang. Ich kann jetzt noch einen persönlichen Hotspot wählen, also hier, wenn ich im WLAN bin. Oder ich muss eben meinen Datentarif angeben. Das sind eben, wie gesagt, dieses Datenvolumen, was ich schon erwähnt habe. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Navigiere nach München, Marienplatz. Die Route zum Ziel Marienplatz München, Marienplatz München, Altstadt wird berechnet. Bitte fahre zur angezeigten Route. Okay, die Route hat er schon mal. Was noch nicht da ist, ist die Ladeplanung. Da habe ich noch keine. Da rechnet er offensichtlich noch. Die Route enthält zeitabhängig befahrbare Straßen. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. So, jetzt habe ich eine Ladeplanung.
Ich habe 759 Kilometer von hier aus und brauche 7 Stunden. Ich habe deiner Route eine Ladestation hinzugefügt. Danke. 7 Stunden 18 und muss das erste Mal an Ionity laden. Das ist in der Nähe von Leipzig bei Nempitz, also Mumpitz auf Deutsch. Und muss dort 29 Minuten laden, komme mit 28% an, mit bis 85% hoch und fahre dann durch bis München. Ja, wir sind soweit. Die Werte sind alle zurückgesetzt. Das heißt, wir können uns jetzt anschnallen und dann geht's los nach Bremerhaven und zurück. 130 Kilometer mit dem EQS. Ich bin mördergespannt. Ja, obwohl er so lang ist, über 5,20 Meter, hat er einen Wendekreis. Das ist fast wie auf einer Briefmarke, kommt es einem zumindest so vor. Ich glaube so unter 11 Meter und die Hinterachse, die lenkt nämlich mit und das macht es aus. Also ich komme hier mit diesem Schiff ganz locker aus meiner Einfahrt raus und berühre nicht mal meine Hecke da vorne. Das gibt es echt selten. So, ich habe 97% im Akku und eine Reichweite von 679 Kilometer, die mir hier angezeigt wird. Das glaube ich erstmal nur bedingt. Das ist natürlich die optimale Reichweite, weil ich gerade hier alles zurückgesetzt habe. Ich bin gespannt, wie wir am Ende beim Verbrauch liegen, weil eigentlich ist es heute mit 18, 20 Grad wirklich Idealwetter. Es ist schön sonnig, es ist fast windstill. Also da muss der EQS einfach das Beste vom Besten bieten. Also alles andere würde mich jetzt wirklich enttäuschen. Zumal ich ja hier die Long-Range-Variante fahre mit dem Single-Motor und ich habe auch aerodynamische Felgen aufgezogen. Ich habe ja 21 Zöller, allerdings 265er Breite, also richtige Schlappen. Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist im Prinzip das Maximale, was man hier mit dem EQS erreichen kann an Reichweite. Zumal der Akku auch 107 Kilowattstunden netto liefern kann. Ja, und wie erwartet ist es natürlich so, dass ich jetzt hier auf meiner Tempo-30-Zone mit den Gullideckeln, ja, die Gullideckel, die sehe ich zwar und wenn ich drüber fahre, merke ich auch ein bisschen was, aber alles wird hier komplett geschluckt und der Wagen, der gleitet hier wie auf einer Schiene und ich merke außer, ja, so ein paar Rollgeräuschen eigentlich gar nichts an Lautstärke. Die Lüftung säuselt ein bisschen. Klimatisierung ist an, weil wir haben es doch sonnig und durch das Sonnendach hier strahlt die Sonne hier ganz gut rein. 20 Grad ist eingestellt, aber ansonsten ist es hier im Moment noch Totenstille. Ja, und Rekuperation kann man hier mit Schaltpedals einstellen. Ich habe jetzt mal auf verstärkte Rekuperation gestellt und dann ist es wirklich so, wenn ich Gas wegnehme, dann verzögert er doch recht stark bis zum Stillstand. Jawohl. Das klappt wunderbar. Also One-Pedal-Driving mit dem EQS, gar kein Problem. Die Rekuperation ist nicht ganz so stark wie mit meinem Tesla Model S zum Beispiel, aber immer noch recht kräftig, sodass man damit super bremsen kann und mit einem Pedal im Prinzip nur fahren kann und die Bremse wirklich nur im Notfall benutzen muss. Ja, wenn ich an der Ampel stehe, dann habe ich hier so ein Videobild von der Ampel. Da oben sieht man die Ampel. Ich meine, ich könnte sie von hier aus auch noch ganz knapp sehen, aber wirklich nur ganz knapp. Wobei die Ampel hier auch recht klein ist. Ob es mir wirklich viel hilft in dem Moment, das mache ich mal weg. Das wage ich zu bezweifeln. Und go! Ja, auch die Straßenbahnschienen, die ich gerade gekreuzt habe, lächerlich. Leistung ist echt gut für so ein Riesending. Ich meine, er hat jetzt 245 kW, das sind genau 333 PS. Das ist jetzt noch nicht das Schnellste vom Schnellsten, aber auch mit 6,2 Sekunden. Das ist im Prinzip so wie die neuen Model 3 Standard Range. Da kommt man mit so einem Riesenauto echt gut vorwärts. Also da bleiben eigentlich wirklich keine Wünsche offen. Alles andere wäre fast schon ein bisschen übertrieben. Geht natürlich noch schneller, allerdings nicht mit dieser Version. Ja, Ansprechverhalten ist auch ziemlich direkt. Das heißt, Druck aufs Strompedal und er geht nach vorne. Keine Gedenksekunde, gar nichts. Die Kurve ist auch relativ linear, nicht irgendwie so exponentiell. Das gefällt mir total gut. Und wie gesagt, geräuschlich, ja, dass man losfährt, merkt man fast gar nicht. Zumindest nicht an den Geräuschen. Man kann ja auch so einen Ambient-Sound übrigens laufen lassen. Zum Glück abschaltbar, habe ich auch gemacht. Das heißt, dann hat man hier immer so eine leichte
ja, entspannende Soundkulisse, irgendwie so elektronische Geräusche, so Ambient Sounds, sind sehr, sehr leise. Man hört sie gerade so, ist auch ganz angenehm. Aber komm, wenn Elektroauto, dann auch Ruhe. Ja, und jetzt geht's auf die Autobahn und ich bin wirklich mega gespannt. Jetzt im Moment in der Stadt, da kann man da noch nicht so viel sagen. Da ist der Verbrauch natürlich total niedrig. Aber gleich auf der Autobahn bei 130, ja, man darf wirklich gespannt sein. Man muss echt aufpassen hier, denn man ist so schnell auf Geschwindigkeit. Ich darf hier jetzt erstmal nur 120 fahren, aber ich bin auf die Autobahn aufgefahren und war schon bei 130 und habe es gar nicht gemerkt. Also hier jetzt bei 120, man hört die Querrillen, wir haben hier eine Betonfahrbahn, also dieses Klonk, 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 das hört man von den Reifen, 21 Zöller, ziemlich breite Schlappen, aber Wind, ja, minimal, wirklich ganz minimal. Ja, der EQS hat natürlich an Assistenzsystemen alles, was es so gibt. Man könnte hier auch autonomes Fahren Level 3 aktivieren. Das ist aber hier in diesem Auto nicht eingebaut. Dazu muss man irgendwie noch zwei Sensoren verbauen vorne, wurde mir erzählt. Das muss man mitordern. Kostet natürlich dann irgendwie Aufpreis. Dieser hier in dieser Version 450 Plus mit dem Hyperscreen hat natürlich den Autopiloten à la Mercedes, also Abstandstempomat, der dynamische Spurhalteassistent, Lenkassistent, aktiver Spurwechselassistent, alles, was es so auf diesem Niveau eigentlich mindestens geben sollte, ist hier vorhanden. Und es funktioniert wirklich richtig reibungslos. Ja, und was ich auch immer wieder sage, das Spurwechseln hier beim EQS auch wieder gar kein Problem. Blinken, rüberziehen oder der Assistent macht es automatisch. Nichts, was irgendwie aussteigt oder man hinterher wieder aktivieren müsste. Das ist sowas, was ich bei meinem Tesla halt doof finde, obwohl mein Model S ja sogar einen Spurwechselassistenten hat. Das heißt, da kann ich mit aktiviertem Autopilot blinken, ein leichtes Drehmoment ausüben aufs Lenkrad und dann wechselt er die Spur automatisch, obwohl es ja noch nicht der Enhanced Autopilot war. Wie gesagt, mein Auto ist 6 Jahre alt, da gab es das noch gar nicht. Macht er aber sehr gut, man muss sich aber ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man es gar nicht brauchen müsste, wäre es aber noch besser. So wie hier zum Beispiel. Das ist total easy. Ah, was auch cool ist, jetzt hat er zum Beispiel erkannt, dass hier demnächst eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 ist. Ich habe ja Tempomat auf 120 stehen im Moment. Und hat dann mir angezeigt, demnächst 100 und fing an, die Geschwindigkeit abzusenken auf 100. Und jetzt ist 100 wieder aufgehoben und er beschleunigt wieder auf 120. Ja, das ist doch fantastisch. So wünscht man sich das wirklich. Ja, und jetzt ist gerade ein LKW vor mir einfach ausgeschert und der Tempomat hat tatsächlich so spät gebremst, dass ich selber manuell oder per Fuß eingestiegen bin. Das war mir doch viel zu riskant. Da habe ich vielleicht den Abstand zu gering eingestellt, das muss ich mal überprüfen. Obwohl der Abstand ist 2 Striche. Das sollte eigentlich reichen. Da habe ich meinen Abstand auf 4 Striche. Also das war jetzt ein Moment, das möchte man eigentlich nicht. So eine späte Bremsung. Ja, ab hier ist die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Ab jetzt heißt es Tempo 130 und wir sind jetzt rund 20 Kilometer schon unterwegs. Der Durchschnittsverbrauch liegt gerade mal bei 21 Kilowattstunden.
Ja, also auch jetzt bei Tempo 130 ist das Geräuschniveau hier so niedrig und auch dieser Fahrkomfort, dass man irgendwie denkt, man fährt 50, 60. Also es ist Wahnsinn. Ist ein bisschen gefährlich, weil man einfach kein Gefühl mehr für die Geschwindigkeit hat. Ne? Das ist richtig tipptopp. Es gibt aber auch schon so ein paar Sachen, die mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen sind. Also das betrifft hauptsächlich hier diese Touch-Panels. Die haben ja mehrfach Funktionen. Also einmal hat man hier so Knöpfe oder so Sensorfelder auf diesem Touchpanel. Gleichzeitig kann man das aber auch runterdrücken und dann hat man richtig einen Knopfdruck ausgelöst. Wenn man sich die Hand oder den Arm auf die Mittelkonsole legt, da ist es mir jetzt schon zweimal passiert, dass ich mit dem Handballen hier auf dieses Sensorfeld gekommen bin. Und dann habe ich da drauf gedrückt aus Versehen und hier irgendwas ausgelöst. Also gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja gar nichts auslösen. Aber das ist zum Beispiel schon mal zweimal passiert. Ja, das finde ich ein bisschen ungünstig. Beim ersten Mal war es sogar so, dass das Radio volle Lautstärke angegangen ist. Also wir sind beinahe die Ohren abgefallen. Ja, wieso, warum, keine Ahnung, aber würde ich schon mal als kleinen Kritikpunkt werten. Die gleichen Sensortasten habe ich hier auch am Lenkrad. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie in dieser ID-Familie. Und das habe ich da auch schon kritisiert. Und ich weiß eigentlich nicht, wem sowas wirklich gefällt. Also richtig schön zu bedienen ist es nicht. Also da wären Tasten am Lenkrad, wenn schon, dann doch ein bisschen besser als so komische Folientastaturen. Da hat man irgendwie nicht so richtig die Kontrolle drüber. Immerhin ist es mir hier noch nicht passiert, dass ich mit dem Handballen, wenn ich den Lenker anfasse, hier ungewollt etwas verstelle. Das war ja beim VW und auch beim Cupra Born. Ist mir das ja ständig passiert. Hier hat man noch so einen Alurahmen drum, da ist dann noch ein bisschen mehr Abstand. Das ist dann etwas besser. Also auf hohem Niveau diese Kritik. Sonst im Moment fühle ich mich hier sauwohl im Moment. Wir fahren ja auch gerade in der Komforteinstellung und irgendwie fühlt man sich auch so, als sei hier in diesem EQS wirklich alles auf höchsten, größtmöglichen Komfort ausgelegt. Auch das Beschleunigen von dem Tempomat, wenn ich jetzt gerade mal hinter so einem Bus hergefahren bin, der überholt hat, dann war er weg, dann hat er wieder durchbeschleunigt auf 130. Das ging aber alles doch relativ gemächlich, also fast schon so, dass man meint, er könnte noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber dadurch hat man natürlich auch nicht so ein Geruckel hier im Auto, sondern das Ganze ist einfach immer fließend, eine fließende Bewegung. Und man wird nicht durchgeschüttelt und es wankt nicht und man hört nichts. Und also, ja, wie auf dem Luftkissen. Ja, jetzt sind wir gleich bei 50 Kilometer Strecke und haben 19,8 Kilowattstunden verbraucht. Und wir haben jetzt 88% im Akku. Bei 97 sind wir, wie gesagt, gestartet. Das heißt, wir haben gerade mal 9% verloren nach 50 Kilometer. Also, das heißt, bei 100%, da müsste er über 500 Kilometer kommen. Angezeigt wird hier 602 Kilometer Reichweite im Moment. Also so ganz unrealistisch scheint mir das hier tatsächlich echt nicht zu sein. Naja, ist auch klar, wenn ich über 100 Kilowattstunden Akku habe und 20 Kilowattstunden verbrauche, dann sind das nun mal mehr als 500 Kilometer. Nach Adam Riese. Ja, und kurz vor Bremerhaven ist dann wieder eine Baustelle und wir sind da wunderbar reingefahren mit Tempo 120. Der Autopilot bzw. Tempomat hat sich hier automatisch abgesenkt, hat die Schilder gut erkannt. Ja, perfekt kann ich da nur sagen. Ja, 60 Kilometer unterwegs, 19,8 Kilowattstunden. Gleich da vorne kommt die Ausfahrt, dann fahren wir wieder runter und machen die Wende. Und dann geht es jetzt zurück nach Bremen, diesmal mit ein bisschen Gegenwind, aber ich denke mal, das sollte den EQS überhaupt nicht jucken. Ja, 63 Kilometer steht auf dem Tacho. Wir haben 18,7 Kilowattstunden jetzt und wir haben gerade mal so 11% Akku verbraucht für diese Strecke nach Bremerhaven. Das ist der Wahnsinn und so ein großer Akku, ich kann gar nicht wieder oft genug sagen, wie toll das ist, wenn man einfach diese Reichweite hat und wenn der Verbrauch auch noch so gut ist.
dann lohnt sich das im Prinzip doppelt. Und mit so einem Auto kann man eigentlich fahren und muss so gut wie gar nicht laden. Das ist irgendwie total faszinierend. Also da könnt ihr mal sehen, auch mit einem Elektroauto kann man sowas machen. Also das ist halt, ja, wenn der Preis entsprechend hoch ist wie bei diesem EQS, dann geht sowas. Jetzt muss es nur noch billiger werden. Und ab geht's zurück. So, jetzt geht's zurück. 74 Kilometer unterwegs. Da sind wir wieder bei 19,4, weil wir jetzt ja auch ein bisschen Gegenwind haben. Aber wir fahren weiter 130 und die Fahrt hier in dem EQS, ja, was soll ich sagen? Also viel angenehmer bin ich diese Strecke noch nicht gefahren und auch mit viel weniger Akkuverbrauch auch noch nie. Das ist auch das Auto mit dem größten Akku, was ich jemals hatte. Also 100 Kilowattstunden, ja, das gibt es ja beim Tesla Model S oder eben auch bei einigen anderen Autos, Audi oder Porsche. Aber 107 Kilowattstunden netto, muss man sich mal vorstellen. Das sind ja brutto fast 120. Das ist schon mal eine Ansage hier. Und so wie es aussieht, werde ich den Wagen wohl nicht an die Ladesäule fahren können. Dazu fehlt einfach die Zeit. Ich meine, überlegt euch mal, ich habe jetzt noch, was habe ich denn im Akku? 83% im Akku, und wie soll ich den denn auf Null kriegen? Da muss ich ja noch 500 Kilometer fahren. Das schaffe ich heute nicht. Von daher kann ich euch nur die statistischen Werte geben, beziehungsweise gibt es ja genug Videos schon, wo das gezeigt wurde, dass es auch wirklich klappt. Der EQS, der lädt in der Spitze mit über 200 kW, wenn er dann einen niedrigen Akkustand hat, und dann fällt er gleichmäßig langsam runter, aber hat eine sehr, sehr hohe Ladekurve und kommt dann tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde von 10% auf 80% wieder hoch. Das heißt also, ihr könnt über 300 Kilometer in einer halben Stunde nachladen, also eher so 350. Und das ist doch auch schon super wert, also die Reisetauglichkeit hier mit diesem EQS. Ich glaube, was Besseres gibt es tatsächlich im Moment nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber vor meinem Model S bin ich 18 Jahre lang Mercedes gefahren und habe dann im Prinzip auf Tesla gewechselt, weil ich elektrisch fahren wollte und Mercedes hatte nichts im Angebot. Ja, hätten sie diesen EQS gehabt, ich hätte mir damals auch nicht leisten können, genauso wenig wie heute. Aber es ist auf jeden Fall ein Auto, wo ich sage, jawohl, das ist ein Elektroauto, was wirklich geil ist. Und ja, wenn man das Geld hat, warum nicht? So, 120 Kilometer gefahren und wir fahren jetzt hier gleich wieder runter von der Autobahn. Wir haben jetzt 19,6 Kilowattstunden im Durchschnitt für die Strecke gebraucht. Wir sind aber noch nicht ganz zu Hause, da geht es ja noch ein Stück durch die 30er-Zone. Und ja, am Ende wird es dann noch ein bisschen weniger werden, denke ich. Und dann gucken wir mal, wie der Wert ist, wenn wir dann wirklich zu Hause angekommen sind. Ja, wir sind wieder angekommen nach 128 Kilometer laut Tacho und wir haben 19,1 Kilowattstunden im Durchschnitt verbraucht. Akkustand ist 74%, gestartet waren wir mit 97, das heißt 23% Akku haben wir verfahren. Also für rund 130 Kilometer 23% Akku, das heißt, wir kommen 520 Kilometer roundabout, wenn der Akku voll ist. Zumindest bei diesen Temperaturen und dieser Fahrweise. Ja, und bevor wir zum Fazit kommen, ein kleiner Hinweis. Wenn ihr euch überlegt, euch vielleicht ein Elektroauto zuzulegen, es vielleicht aber nicht gleich kaufen wollt, dann habe ich hier einen Tipp für euch.
Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und die Förderung ist auch schon drin. Ja, und wenn ihr übrigens eine Elektroautoversicherung braucht, dann schaut doch mal bei meinem Kanalpartner Stefan Hamsen vorbei, der Fair Finanzpartner OHG. Die haben garantiert den passenden Tarif für euch. Links wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und wie fällt nun mein Fazit aus? Ist der EQS wirklich das beste Elektroauto der Welt? Tja, dieses Auto, das können sich nur wenige leisten. Und was nützt so ein Showcase, würde ich es ja fast nennen, wenn es einfach nichts mit der Wirklichkeit der meisten Menschen zu tun haben wird. Von daher würde ich mir dieses Auto kaufen, ey, wenn ich das Geld hätte, na klar, ohne zu überlegen, aber das Geld habe ich natürlich nicht. Also bleibt es für mich, wie für fast jeden von euch auch, ein Traum, dieses Auto zu fahren. Ich bleibe bei meinem Tesla, da weiß ich auch, was ich habe. Der ist auch nicht so viel schlechter, wobei der Wagen natürlich mit diesem hier nicht zu vergleichen ist. Ja, und auch die Ladeplanung. Endlich mal eine Ladeplanung, die den Namen wirklich verdient. Also damit kann man echt was anfangen. Das ist wirklich so, dass man ein Sicherheitsgefühl bekommt, ganz abgesehen davon, dass man auch nur ganz selten laden muss auf Langstrecke. Also da kann man mal sehen, was man mit einem großen Akku und einem Auto mit einem einigermaßen niedrigen Verbrauch echt erreichen kann in der Elektromobilität. Kritikpunkte, wie gesagt, habe ich so zwei, drei Kleinigkeiten. Da ist hauptsächlich hier sind die Folientasten mit diesem haptischen Druckpunkt. Da habe ich ein paar Mal Fehlauslösungen verursacht durch Auflegen der Hand, ohne dass ich es gemerkt habe. Das ist nicht so schön. Auch die Folientasten hier am Lenkrad sind nicht so schön. Und noch zwei Dinge außen, die vielleicht eher ein bisschen lächerlich klingen. Aber es ist so, dass die Scheiben beim Aufmachen der Tür, da gehen die Scheiben, ich würde mal sagen, so fast 15, 20 cm weit runter. Und ich habe... Mal wieder zu. Und ich habe dann beim Türöffnen oder Schließen oft die Hand an der Scheibe und dann fährt die Scheibe runter und ich habe mir vorhin wirklich den Finger eingeklemmt hier in dieser Tür, weil die Scheibe so weit runterfuhr. Das muss ja irgendwie nicht sein. Ich weiß nicht, warum Sie die Scheibe so weit runterfahren müssen. Also andere Autos mit rahmenlosen Scheiben fahren die vielleicht 2-3 cm runter, aber nicht 20. Dann der Kritikpunkt der Türgriffe. So richtig angefreundet habe ich mich mit denen nicht. Also sowohl von der Haptik, weil es ist aus Plastik oder Hartkunststoff, was zwar verchromt ist und sieht so aus wie Metall, aber es ist nicht Metall. Und das fühlt man, das sieht man. Das ist für so ein Auto, finde ich, nicht angemessen. Da hätten sie Griffe auch aus Metall spendieren können. Und dann die Bedienung dieser Türgriffe. Manchmal gehen sie irgendwie nicht zuverlässig auf. Ich drücke dagegen, es passiert nichts. So ein bisschen kenne ich das von meinem Model S. Da gibt es auch ab und zu mal Situationen, wo ich zweimal dran drücken muss oder per Touch quasi die anfassen muss, bevor die aufgehen. Das hatte ich hier auch. Und einmal hatte ich den Fall, dass der Wagen auf war. Die Türgriffe waren zwar rausgefahren, ich konnte sie ziehen, aber der Wagen ging nicht auf. Dann musste ich ihn erst abschließen und wieder aufschließen. Dann ging es wieder. Ja, das sind so Kleinigkeiten, Kinderkrankheiten. Das wird man hier sicherlich auch noch komplett wegkriegen. Der Wagen kann ja auch Over-the-Air-Updates, also was will man mehr? Und ansonsten, ja, leck's mich, ich kann hier wirklich nichts finden, was mich sonst irgendwie stören würde. Der Wagen ist für mich tatsächlich, also auf dem Elektromobilitätssektor, das Nonplusultra, das ist der Benchmark. Und daran müssen sich eigentlich alle Autos, die jetzt kommen, messen lassen. Ist natürlich klar, zu dem Preis, da kann man auch viel bringen. Wer kann sich so ein Auto jetzt leisten? Also ich bin da raus. Für mich ist das viel zu teuer. Obwohl ich hätte die natürlich schon gerne. Aber andererseits ist er auch durch die schiere Größe extrem unpraktisch. Also der passt ja kaum in meine Garage. Und hier in Bremen in der Stadt möchte ich mit dem irgendwie nicht durch die engen Straßen fahren müssen. Obwohl die Assistenzsysteme einen natürlich super unterstützen. Aber Mercedes hat hier gezeigt, dass sie es können. Jetzt müssen sie nur sowas auf die Straße bringen, mal unter 100.000 Euro, also deutlich unter 100.000 Euro. Denn was nützen solche Elektroautos, die mehr oder weniger perfekt sind, wenn sich nur ein ganz ausgewählter, elitärer Kreis sowas leisten kann? Ja, und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Mercedes EQS haltet. Findet ihr das Auto genial oder findet ihr das Auto eventuell sogar peinlich, weil zu protzig? Das interessiert mich, also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, das war also mein Testvideo vom Mercedes EQS, in diesem Fall 450 Plus.
ein Wahnsinnsauto. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.